Hauptsache billig. Autofahren muss nicht immer nur teuer sein. Vom Führerschein über den Kauf bis hin zur Reparatur. Hier sind unsere 7 echt billigen Tipps. Der billige Führerschein. Es gibt ihn. Und durch ein Schlupfloch im Rechtssystem ist der kenianische Lappen sogar in Deutschland gültig. Dich. Hallo. Kann ich hier meinen Führerschein machen? Yes. Ja. Ja, natürlich. Aber du musst dich erst anmelden und Unterricht nehmen. Wie viel muss ich für den Führerschein bezahlen? Der Führerschein kostet dich 9.500 kenianische Schilling. Kenya Shillings. Das ist ja nicht mal günstig. 95 Euro für einen Führerschein. Ab zum Unterricht. Wir fangen hier an mit allen wichtigen Regeln und Gesetzen auf kenianischen Straßen. Erst wenn du das kannst, gehen wir raus und fahren richtig. 20 Minuten Theorieunterricht und ein paar praktische Fahrminuten. Schon ist man zur Prüfung zugelassen. Eine fundierte Ausbildung? Egal, Hauptsache billig. Und wer seinen Wohnsitz zum Prüfungszeitpunkt nicht in Deutschland hat, kann den kenianischen Lappen nach der erneuten Meldung in Deutschland noch ein halbes Jahr nutzen. Park bitte hier mal. Ich sehe, du bist ein guter Fahrer und bist für den Führerschein qualifiziert. Das war's. Das ist gut. Da ist er, der vorläufige Führerschein für alle Klassen. Der richtige wird mir in ein paar Wochen zugestellt. Wenn ich es nicht selber erlebt hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Aber es ist tatsächlich möglich, den Führerschein in nur 48 Stunden zu machen. Der Führerschein in Kenia. Unser Platz 7. Hauptsache billig, Platz 6. Extrem ärgerlich und unschön. Brandloch. Oh, Rauchen im Auto. Ja, weil die Freundin war mit Freundinnen unterwegs und das ist passiert. Ja. Ja, dann schauen wir mal. Das Polster komplett austauschen? Zu teuer. Wir wollen es, Hauptsache billig. Du kannst ja schon mal die Stelle reinigen. Und den ganzen Schmutz entfernen. Und womit? Keine Ahnung, wie lässt du das anfangen? Was machst du denn da? Du weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Ich suche mir ja die Farbe schon mal zusammen. Kriegen wir schon Lila. Da haben wir eine Farbmischtabelle. Ja, dann nehmen wir jetzt einfach. Rot und Blau ergibt Lila. Im Set mit dabei Klebstoff und verschiedene Faserfarben. Wer den Ton trifft, kann Geld sparen. Grün. 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 Super, fast wie original. Ah, es ist schon okay, finde ich. Immerhin besser wie ein Brandloch. Doch ist das Loch am Ende wirklich nicht mehr zu sehen? Die Fasern durch das Gitter rieseln lassen? Und? Aber mal ganz ehrlich. Willkommen auf. Das ist schon okay. Man kann hier noch Farbmuster mit reinmachen. Sitzreparatur. Hauptsache billig. Also wenn du nicht wüsstest, dass da was ist, würde ich nicht. Nicht sehen. Nee. Das sieht aber echt gut aus. Lass mich mal sagen, auch mit dem Muster. Vorher? Nachher? Geld gespart. Hauptsache billig, einen Mietwagen finden. Schon von zu Hause aus kann man über Vergleichsportale nach seriösen Anbietern suchen. Das Falschen vor Ort ist aber auch eine Möglichkeit. I need a car. Yes. Yes? For 5 days. 5 days. Wer nicht im Internet bucht, sondern direkt am Urlaubsort verhandelt, spart oft Geld. Let's make a half price. Tipp, dem Vermieter anbieten, dass man auch einen nicht geputzten Wagen nimmt. So hat man gute Karten, Geld zu sparen. Ah, it's not clean. Yeah. But it's good. Trotzdem vor der Fahrt den Wagen genau anschauen, so gibt es keine Überraschungen. Siehst du schon, der Scheinwerfer steht auf jeden Fall schief, da hat er mal einen Ruf gekriegt, hier kann man die Finger reinstecken. Ja, man sieht eine gepflegte Rundumbeule an dem Auto, da gibt es also wirklich gar keinen Teil, was keine Gebrauchsspuren hat. Überall nur Kratzer und Beulen. Sind die Schäden inakzeptabel? Umtauschen. Vor Ort haben wir 29% gespart. Hauptsache billig, Platz 4. Übernimmt die Versicherung nicht die Reparatur der Frontscheibe, muss was Billigeres her. Zum Beispiel ein Reparaturset für knapp 13 Euro. Doch ist Hauptsache billig auch in diesem Punkt wirklich gut? Wie bei den Profis.
Reparaturharz in die Beschädigung und aushärten lassen. Sorgt das Set für klare Sicht? Ja, das sieht ja schon mal besser aus wie vorher, ne? Oder? Ja. Im Moment. Ja. Warten wir mal ab, ne? Was sind 10 Minuten dann? 10 Minuten müssen wir noch warten. Okay, so machen wir's. Die mitgelieferte Folie kommt zur Versiegelung drauf. Auf das Ergebnis sind wir gespannt. Hauptsache billig, die Scheibe reparieren oder lieber doch nicht. Also wie du siehst, waren die Scheibe und der große Fleck, der ist jetzt weg, aber an dem Loch hat sich eigentlich gar nichts verändert. Da die jetzt anfängt schon zu reißen, x-förmig, ich glaube, ist das nur eine Frage der Zeit, Temperatur, Bordstein, Schlagloch, was ich eben gesagt habe. Und dann macht's Glock und dann geht's bis oben hin. Hauptsache billig, Platz 3. Mit billigen Felgen zu Rainer Billig vom TÜV Berlin-Schöneberg. Hauptsache billig, trägt ihr auch ein. Ihr Fahrzeug kommt aus Dänemark, braucht also dann eventuell ein Vollgutachten, müssen wir uns mal anschauen. Aber Sie wollen, bevor Sie es kaufen, erstmal wissen, allgemeiner Zustand, genau. Unfallfrei, genau. Technik, alles okay. Ja, gut, gerne. Dem Profi fällt sofort auf, dass hier eventuell illegale Teile verbaut sind. Die Räder, die da drauf sind, müssen wir uns mal anschauen, wo die herkommen, was das überhaupt für Räder sind, ob es da überhaupt irgendein Gutachten zu gibt. Ich bin schon guter Hoffnung, dass es funktioniert. Einzige Bauchschmerzen, die ich halt habe, sind mit den Reifen. Aber mal sehen, was er da sagt. Ist also auch hier Hauptsache billig nicht die optimale Lösung? Und da haben wir leider immer wieder Felgen, die aus Asien kommen, die schön aussehen, aber auch nur, wenn sie neu sind. Nach einem Jahr, zwei Jahren ist der Chrom kaputt und sonstiges. Und die in keinster Weise irgendwelche Nachweise haben, dass die überhaupt irgendwie geprüft wurden. Auf der Felge steht hier ein Name drauf. Vermutlich kann es sein, dass das, vielleicht der Hersteller ist. Das kann der Hersteller sein, das kann der Typ der Felge sein. Ja. Also die Firma, die deutet für mich als Laie darauf hin, dass es amerikanische Felgen sind, nicht gerade aus dem Land der Mitte. Ja, nur die auch aus Amerika gelieferten kommen ursprünglich aus. Ja. Okay, ja, also okay. Da muss man ein bisschen aufpassen. Gut, dass der TÜV Kaufinteressent Michael Miegel berät. Denn Laien lassen sich oft blenden. Jetzt haben wir auch Umrüstmöglichkeiten. Also auch in 20 Zoll gibt es allerdings zwei verschiedene in 20 Zoll, aber nicht die Größe, die da drauf ist. Okay. Die Felgen sind in Deutschland nicht zugelassen. Hauptsache billig zieht beim TÜV-Prüfer also nicht. Wie es wirklich günstig geht, Platz 2. Ausgerechnet Pflegeprodukte für Frauen gelten im Internet als absolute Geheimtipps für Autofans. Haarshampoo spült Schmutz aus den Haaren. Außerdem macht es sie wieder weich. Genau die richtigen Eigenschaften zur Reinigung von Scheibenwischerblättern? Wäre natürlich super, weil man die immer wieder nachkaufen muss und das ja schon lästig ist. Und wenn man einfach ein Shampoo da helfen würde, wäre natürlich echt klasse. Tester Max probiert es aus. Ein paar gute Wischerblätter kosten etwa 20 Euro. Haarshampoo gibt es schon für etwa 2 Euro im Supermarkt. Aber selbst wenn das Shampoo perfekt reinigen sollte, hinterlassen die Duftstoffe und die Pflegemittel nicht einen störenden Film auf der Autoscheibe? Der Vorher-Nachher-Vergleich ist eindeutig. Die Scheibe ist sauber und ohne Rückstände. Also mich überzeugt das Ergebnis total. Ja. Klar, das Shampoo entfettet, das reinigt auch das Wischerblatt und wirkt. Finde ich gut. Hauptsache billig. Warum teure Autopflegemittel kaufen, wenn auch Hautcreme helfen soll? Was für die Haut gut ist, kann für Leder doch nicht schlecht sein, oder? Deshalb ist Bodylotion laut Internet auch die perfekte Pflege für die Ledersitze im Auto. Und Bodylotion kostet im Schnitt gerade mal ein Viertel dessen, was ein Lederpflegemittel aus dem Fachmarkt kosten würde. Großzügig massiert unser Tester Max die Lotion in das Leder ein. Und es scheint zu wirken. Max, wie schaut's aus? Ich muss sagen, vom ersten Blick aus bin ich eigentlich sehr zufrieden. Die Flecken sind raus, es glänzt. Also die Optik, gebe ich dir recht, das passt. Aber ich glaube, ein Problem haben wir. Schau mal mein T-Shirt an. Weil diese Bodylotion, die zieht nicht in das Leder ein. Und ein Mittel für Ledersitze im Automobilbereich, das muss sofort einziehen, ist eine wässrige Lösung und ist auch nicht rückfettend. Hauptsache billig, unser Platz 1.
Autohändler. Die Kärtchen an der Scheibe. Wir würden gerne unser Auto verkaufen. Aha. 14.500. 14,5? Ja, abkaufen auf jeden Fall. Wäre in 2 Stunden in Ordnung? Ja, das schaffe ich. Billige Tricks der Autohändler. Ein Lockangebot zusagen. Doch was wird daraus? Freut mich, dass Sie da sind. Hallo. 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 Haben Sie Delle? Ja, über die haben wir ja gesprochen. Ja, es sammelt sich so Kleinigkeiten. Ich meine, Werkstattkosten. Sieht nicht gut aus. Sie wollen ja volle Preis haben. 14,5. Ja, ja, war so vereinbart. Das kann ich Ihnen leider nicht. 13.500. Können wir machen. Machen wir 10.000. Machen wir 10. Nee. Das ist der Preis. Glauben Sie es mir. Der billige Trick, der Kärtchenhändler ködert private Verkäufer, indem er den Kaufpreis sofort akzeptiert. Bei der Besichtigung redet er das Auto dann schlecht und versucht, den vereinbarten Preis massiv zu drücken. Hier sind Sie eindeutig im Recht. Sie haben Anspruch auf den vereinbarten Kaufpreis. Natürlich ist auch ein über den Telefon geschlossener Kaufvertrag wirksam. Allerdings wird es in der Regel schwerfallen, eben den Beweis zu führen, dass entsprechend hier Angebot und Annahme stattgefunden haben. Natürlich ist dann immer das Beste, wenn ich eine schriftliche Bestätigung darüber habe. Weil dann sind dort die Fahrzeugdaten einerseits drin und der Kaufpreis eben zum anderen auch. Die Tricks vieler Kärtchenhändler, sie sind vor allem eines. Hauptsache billig. Das sofort verfügbare Bargeld lässt die meisten schwach werden.